Brüdo und Weidmanns Heil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Ja, das Jahr geht immer weiter in den Herbst hinein und deshalb habe ich mir gedacht, nachdem wir in den letzten Folgen doch immer wieder gelernt und gelernt haben, gibt es heute einfach mal wieder eine Jagdgeschichte zum Entspannen. Und zwar habe ich ja schon einmal aus dem grünen Buch der Jagd von Hermann Löns eine Jagdgeschichte gelesen, das war Hinter der Findermeute, und passend zum Herbst habe ich mich für die Geschichte Ein goldener Heidherbsttag entschieden. In dieser Geschichte beschreibt Hermann Löns einen Tag, wie er in der Heide für ihn startet, bei Nebel, wie dann alles aufreißt. Ach na, stopp. Ich will jetzt nicht die Geschichte vor der Geschichte erzählen. Du willst ja selber reinhören. Also auf die Lauscher und nach dem Jagdhornsignal zur Begrüßung, ganz traditionell mittlerweile, startet die Geschichte. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast, schreibe mir, wenn du magst, eine E-Mail an frechmut@gmx.de oder noch viel besser, schau einmal im Blog vorbei. Der heißt jagdfieber-podcast.de und dort veröffentliche ich immer wieder zusätzliche Infos und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ein aktiver Austausch stattfindet. Ja, auf die Ohren und bis bald. Ciao! Goldener Heidherbsttag. Der Honigbaum hat abgeblüht. Zu Silberkügelchen sind des Heidekrautes rosenfarbige Seidenkelche zusammengeschrumpft. Die Heidlerchenlieder sind verstummt. Verschwunden sind die Radler und Fußwanderer, die wochenlang die Heide überschwemmten, das blühende Heidekraut abrupfend und als Ersatz Zeitungspapier, Eierschalen und Flaschenscherben hinterließen. 3 Kreuze hinter ihnen her. Es war eine gräuliche Zeit. Wo sonst der einsame alte Rammler lag, da trampelten johlende Scharen. Wo der heimliche Bock wechselte, strömte es von Stadtjappern. Das Birkwild wanderte vor dem Gesange aus und das Rotwild veränderte Stand und Wechsel wegen der Menschenrudel, die vom Morgenrot bis zur Sonnensinke durch Moor und Geh zogen. Wo sonst Hirsche meldeten, da balzte der Jüngling im Sonntagsgewand und die Jungfrau im hellen Hut. Wo der Schreiadler rief, jodelte der Touristenvereinler. Wo das Birkwild sich äste, hielten vielköpfige Familien Picknicks ab. Nur in den weit abgelegenen Brüchen, wo Wege und Stege fehlen und Meilen zwischen den Einzelhöfen liegen, war's zum Aushalten. Höchstens den Schnuckenschäfer sah ich da, die Imker und die Bauern, die zum Krummitschnitt fuhren, lauter stille Leute, die ungefragt nicht reden. Selbst die hübschen, braunarmigen Mädchen, die der blaue Rock, das rote Leibchen und der weiße Fluthut so nett kleidet, dankten leise, wenn ich ihnen die Tageszeit bot. Dort in der Stille habe ich die Heideblüte erlebt, habe die Kreuzotter bei der Mauspirsche beobachtet, den Schreiadler bei der Froschjagd, den Schwarzstorch beim Fischfang. Ich sah die Tüten über die Rasenflächen rennen und Weibchen über die Purpurhügel schweben, hörte den Kolkraben rufen über dem Fichtenwald und den Schwarzspecht lachen auf dem Föhrenhau. Schön ist die blühende Heide. Wer sie aber nur kennt in der Frühherbstblüte, der kennt sie nicht. 4 hohe Zeiten hat die Heide, 4-mal im Jahr blüht sie. Wenn der Birkhahn balzt,
zieht sie ihr Frühlingskleid aus jungem Birkengrün mit silbernem Wollgrasbesatz an. Naht der Herbst heran, dann trägt sie ihr rosa seidenes Schleppgewand. Im Winter kleidet sie sich in ein weißes Ballkleid, das ihr der Raureif webt. Ihr herrlichstes Kleid aber schenkt ihr der Spätherbst. Es ist das Kleid, in dem ich sie am liebsten mag. Solange sie es trägt, bleibe ich ihr treu. Dann erst ziehe ich in den Buchenwald am Bergeshang, in die Steinklippen verschneiter Kuppen. Nie habe ich solchen Heidhunger wie dann, nicht einmal zur Frühlingszeit, wenn die Moore beben vom Hahnengebalz. Grau war der Himmel und grämlich die Welt, als ich gestern zu ihr kam. Die Birken waren fahlgelb und die Eichen schmutzig braun. Trübrot die Brombeerstauden am Straßenrand und missfarbig die Espen an den Viehtränken. Nirgendwo war Leben, nirgends eine frohe Farbe. Wehmütig lockten die Schopflärchen und missmutig riefen die Raben. Alles war leer und tot. Kein Gimpel flötete im Busch, kein Häher rief im Holz. Die Elstern in den Pappeln lachten mich aus und der Bussard verhöhnte mich aus sicherer Höhe. Mein Teckel sah mich dumm an. Was ist das für ein Leben, wenn es nichts zu morden gibt? Ein unglückliches Großwiesel musste seine Neugier schließlich büßen. So hatte der kleine Mann wenigstens seinen Spaß. Der Morgen kam als Nebelmann. Kaum 10 Schritte weit reichten meine Augen. So ließen wir uns beim Frühstück Zeit. Bei Buchweizenmilchgrütze, derbem Brot und rosigem Schinken, mein Hund und ich. Dann ging es in den grauen Morgen hinaus. Oben auf dem Heidhügel in dem breiten Wacholder unter der Schirmföhre machte ich Halt, dampfte meine Pfeife und wartete, bis der Nebel wich. Lange dauerte das. So lange, dass der Kleine schließlich den braunen Kopf unter dem Wetterrock zog und in meinem Schoße weiterschnarchte. Der Nebel will nicht wanken noch weichen. Wie eine Mauer steht er über dem Moor. Unsichtbare Pieper pfeifen, unsichtbare Krähen quaren, unsichtbare Gänse kreischen über mich fort und Nebelperlen hängen an meinem Mantel. Nebeltropfen nässen meine Backen. Schwer tropft es von der Schirmföhre über mir. Und ich sitze und sitze und qualme gegen den stinkenden Nebel an. Da fährt ein kühler Hauch über das Heideland. Die Föhre erwacht und schüttelt dichten Tropfenfall. Die Nebelwand zerreißt. Ihre Trümmer schieben sich durcheinander, lassen dunkle Büsche erkennen und gelbe Bäume. Und mit einem Satze springt die Sonne in das Moor, schwingt ihre goldene Peitsche, hetzt den Nebelwolf aus der Nähe, jagt ihn in die Weite, treibt ihn aus dem Lande heraus. Da wird alles ringsumher zu Licht und Glanz. Über den silbernen Birkenstämmen leuchten goldene Laubkronen. Die Brombeerranken am Hügelgrund tragen Rubinblätter. Spinnweben sind mit Diamanten besetzt. Die Ästenbüsche lassen ihr leuchtendes Laub flirren und die Eichen um den einsamen Hof leuchten in roter Pracht. Ich sitze und sehe und würde noch lange sitzen und hineinsehen in die goldene Pracht des Heideherbstmorgens. Da kommt ein braunes Köpfchen aus dem Wetterrock, blinzelt in die Sonne, schüttelt klappernd die Behänge, reißt gähnend den korallenroten, weißbewehrten Fang auf. Und dann springt der kleine Kerl von meinem Schoß, tatzelt nach meinen Händen und schnüffelt wedelnd am Trilling herum. Der Wetterrock fliegt in den Wacholderbusch, die Handschuhe hinterher. Im Kieferstangenort tauchen wir unter, wo zwischen bleichgrünem Adlerfarn rote Schwämme prahlen und rote Beeren im Moos leuchten.
Ein weißer Bussard stiebt jäh vor uns ab. Die Ohreule in der Fichte schüttelt ängstlich den dicken Kopf und streicht mit leisem Seufzen fort. Wo die Brombeerblöße im Bachwinkel liegt, da bleiben wir stehen. Rehfährten narben den amorigen Boden des Pirschsteiges und den Sand der trockenen Grabsohle. Alle Himbeertriebe sind tief abgeäst und die blauroten Pilze liegen verstümmelt umher. Aber vergebens gehen meine Augen von den roten Brombeerbüschen zu den goldenen Eichenloden, von den dunkelgrünen Binsenbülten zu den flachsblonden Grasbüschen. Die Blöße ist leer. Da warnt der Turmfalke mit Angstgezeter und ein grauer Kopf taucht hinter den Brombeeren auf. Zwei hinter den Eichenloden und ein schwarzer dort hinten vor dem goldenen Espenbusch. Das ist die alte, schwarze Gältricke mit dem lahmen Vorderlauf, die heimlicher ist wie der heimlichste Bock. Sie kann den Postenschuss nicht vergessen, den sie in der Nachbarjagd vor 3 Jahren erhielt. Regungslos steht die Alte da. Ab und zu spielen die Lauscher. Endlich verschwindet der schwarze Fleck im gelben Laub. Ich trete in den Graben hinein und schleiche auf dem weichen Sand lautlos hin. Wo der Spindelbaum seiner Beeren rosige Pracht vor dem dunklen Stechpalmenbusch zeigt, kaure ich mich auf den pilzumsponnenen Eichenstumpf. Goldammern fallen zankend in die Brombeeren ein, ein Zwergspecht schnurrt heran und hämmert die Bockkäferlarven aus den Zweigknoten der Espe. Ein Gimpelpaar wippt von Ast zu Ast und flötet ein zärtliches Duett. Schwanzmeisen kobolzen durch das Birkenlaub. Die graue Ricke mit den Kitzen zieht der Dickung zu. Ein Flug Birkwild streicht brausend über mich fort. Gern langte ich einen der Hähnen herab, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bocke auf meinem klebrigen Sitz, höre dem Hahn zu, der tief im Moore balzt, sehe den Krähen zu, die sich über den Eichen stechen, lausche dem Gewisper der Goldhähnchen und lache über das Gehasste der Spitzmäuse. Endlich, nach einer vollen Viertelstunde, schwanken dort hinten die Eichenloden. Schwarze Lauscher drehen sich hin und her, ein langer schwarzer Hals taucht auf. Ein breiter schwarzer Rumpf schiebt sich durch die roten Brombeerbüsche, mit seltsamen Bewegungen sich hochschnellend und niederduckend. Weit, sehr weit ist es bis dahin. 200 Gänge wohl. Leise setze ich das Fernrohr auf und streiche an dem Spindelbaum an. Aber der schwarze Fleck ist kleiner geworden. Kaum kann ich den braunen Spiegel erkennen. So warte ich, bis der Fleck sich vergrößert, bis die goldenen Büsche den Rumpf freigeben. Fasse das Blatt und lass den Finger krumm werden. Und dann ein schneller Sprung auf den Grabenbord. Fast reißt mich der Hund dabei hin und ich sehe noch eben einen schwarzen Klumpen durch die roten Ranken brechen nach der großen braunen Farnblöße hin. Ruhig, Kerlchen. Erst wollen wir uns eine Pfeife stopfen und bis auf das letzte Krümelchen leer rauchen. Sei nur still, Kleiner. Du bekommst noch Arbeit genug. Kannst unterdes der Niederjagd obliegen und Reitmäuse fangen. Aber das passt ihm nicht. Angeleint nach Mäusengraben, die Nase voller Rehwitterung, das ist ihm zu dumm. Falsch äugt er mich von der Seite an. Die Sonne lodert und leuchtet auf den gelben Birkenwipfeln und in den goldenen Eichenloden. Sie gibt der abgefrorenen Wiese Maiengrün und den bleichen Weidenblättern Frühlingsfrische. Wie ein Vogel aus Märchenland schwebt der weiße Bussard dahin und jubelnd und singend fällt ein Starenflug in den Eichen bei der Hirtenhütte ein. Nun ist es Zeit. Ich stehe auf,
Da kommt wieder Leben in den kleinen Stumpfbold neben mir. Er fällt in den Riemen und drängt voran. Kaum kann ich ihm folgen durch das Rankengewirr und das Lottengestrüpp und vom Anschuss, wo schwarze Schnitter an den roten Blättern hängt und rote Tropfen an den gelben Halmen kleben. Da reißt er mich stürmisch fort durch den braunen Farn und die blutroten Moorbeerbüsche. Ein Hase poltert Hals über Kopf vor uns fort. Einen Augenblick nur will der Hund ihm nach, besinnt sich und fällt wieder die Schweißfährte an, die nach der sechsjährigen Besamung führt. Da ist Graben an Graben, alle überwuchert vom Heidekraut. Da ist ein Fehltreten und Fallen, Stolpern und Stürzen, ein Vergnügen eigener Art. Doch da hat er sie. In dem schmalen Graben ist sie zusammengebrochen. Kaum ragt der schwarze Kopf mit den grün überzogenen Lichtern heraus, unheimlich und gefährlich, wie ein Teufelsgesicht. Wütend fährt der Kleine darauf los, fasst an, prallt zurück und kündet mit heiserem Halse seine Heldentat. Denn, dass er die Alte zur Strecke gebracht hat, das steht für ihn fest. Gellender Jagdruf stört mich beim Aufbrechen. Der Jagdaufseher steht vor mir. Ist man gut, dass die Asche tot ist? Hat uns manches Mal Pirsch und Anstand verdorben mit ihrem Schrecken. Aber sie müssen machen. Eben sind die anderen Herren gekommen. Im Brandmoor liegt das ganze Birkwild und nachher sollen die Brüche auf Füchse und Hasen abgestockelt werden. Er hängt die Ricke in die Fichten hinein. Der Teckel will durchaus nicht erlauben, dass er das tut. Komm, Kerlchen, haben wir heute früh unsere stille Weidmannsfreude gehabt. So wollen wir jetzt einen fröhlichen Jagdlust beenden. Diesen goldenen Heiligen. Leider findet sich in dem Buch keine Zeitangabe, wann es entstanden ist. Ich vermute mal, dass es ähnlich wie andere Bücher von Hermann Löhns so um 1910 bis 1920 wahrscheinlich erschienen ist. Mir gefällt sehr diese, ja doch, blumige Sprache, also auch die Wahrnehmung, wie er das beschreibt. Und wenn ich da so mal vergleiche, wie teilweise in Instagram-Beiträgen die Leute ihre Jagderlebnisse oder auch einfach ihre Wahrnehmung der Natur beschreiben. Wir wählen zwar andere Worte teilweise, weil unsere Sprache, unser Ausdruck sich verändert hat, aber so dieses Gefühl, wie es ist, draußen zu sein, eins zu werden mit der Natur, ich glaube, man kann wirklich spüren, dass das dem Hermann Löhns genauso ging wie uns heute und wie wahrscheinlich auch noch vielen, hoffentlich, die uns nachfolgen. Ja, jetzt möchte ich natürlich nicht wehmütig werden, sondern es ist klar, hier wurde Rehwild erlegt. Es gibt zum Abschluss noch ein Hornsignal passend zu Rehwild tot. Und dann freue dich einfach auf die nächste Folge. Deine Anja.